Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Yoga-Gymnastik. Schön, dass du dabei bist. Mach natürlich so mit, wie du dich wohlfühlst, wie es für dich okay ist. Wir starten jetzt auf jeden Fall mit einem Wahrnehmen. Das heißt, du stellst dich mal hüftschmal auf, lässt die Knie etwas durchlässig und richte dein Brustbein auf. Und wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen. Nimm dich wahr. Nimm auch deinen Atem wahr. Versuch ganz bewusst durch die Nase ein, entweder Nase aus oder Mund auszuatmen. Und spüre, wie du dich mit jedem Ausatmen nochmal etwas mehr mit dem Boden verwurzelst. Vielleicht gibst du ganz leicht Druck mit beiden Fußsohlen in den Boden. Merke, wie du dich dabei aufrichtest, stabiler wirst. Und mit dem nächsten Ausatmen öffnest du langsam wieder deine Augen. Komm im Hier an. Brustbein anheben und jetzt versuchst du ruhig, ich zeige es dir seitlich ein Stück, dich nach oben aufzudehnen, dein Brustbein richtig Richtung Decke strecken und tauche genauso einatmend nach vorne ein und dann stützt du dich auf die Oberschenkel und rollst dich ausatmend wieder nach oben auf. Einatmen, Brustbein öffnen. Nach vorne eintauchen und ausatmend wieder nach oben aufrollen. In deinem eigenen Rhythmus. Vielleicht spürst du jeden einzelnen Wirbel beim Aufrollen. Beginne im unteren Rücken. Und roll dich langsam bis zum oberen Rücken wieder auf. Noch einmal und jetzt bleibst du hier, wirst rund, atmest aus, atme ein, Fingerspitzen nach außen drehen, schau nach vorne. Ausatmen, Fingerspitzen nach innen rund. Einatmen, Fingerspitzen nach außen und möglichst weit nach vorne schauen. Nochmal. Aus und ein. Noch einmal ganz rund ausatmend. Einatmend, ganz gerade richtest du dich auf zum Stehen, atmest ein, Arme nach oben. Fass jetzt mit einer Hand das andere Handgelenk, nur mit links das rechte fasst. Beugst du rechts, Rücken ein bisschen weiter, öffnen deine Beine, atme aus. Atme ein und das Ganze auch zur anderen Seite. Beug links, zieh dich nach rechts. Atme ein, beuge rechts, zieh dich nach links. Die ganze Seite aufdehnen und das Ganze immer in deinem eigenen Tempo, in deiner Bewegungsweite.
jede Seite noch einmal. Bleibe hier, nimm deine Arme jetzt zur Seite, atme ein, ich zeige es dir wieder seitlich, richte dich auf, atme aus, Ellbogen führst du zueinander. Einatmen, Schulterblätter weit sich küssen lassen und ausatmen, kleine Finger zueinander. Brustwirbelsäule bewegen, ein und aus. Und spür vor allem dieses Aufrichten, das Rundwerden machen wir im Alltag öfters, also vor allem hier das Öffnen wahrnehmen. Und dann bleibst du wieder geöffnet. Und lass deine Arme sinken. Pendel sie völlig entspannt um deinen Körper herum. Lass dein Becken in der Mitte und lass die Arme ganz einfach so schwingen. Stabil in deiner Körpermitte bleiben. Pendel dich dann, ich komme ein bisschen zu dir, pendel dich wieder ein in der Mitte und bleibe jetzt hier, nimm ein Bein zurück und das Bein stellst du auf die Außenkante ganz leicht in die Außenrotation und die Fersen der Füße befinden sich in einer Linie. Belaste ruhig den Fuß hinten auch, streck dein vorderes Bein, atme ein. Beide Arme jetzt nach oben, öffne eine vordere Linie, geh so weit wie du kannst und möchtest zurück. Jetzt atme aus, beug dein vorderes Knie, lass es über der Ferse, vielleicht möchtest du noch mal weiter vorrutschen. Und wenn du hier beugst, dann drehst du, wenn rechts vorne ist, deinen rechten Ellbogen nach hinten. Nimm den Blick mit, sehr gut. Nochmal ein, nach vorne und strecken, aus und ein, aus und ein. Dein Tempo. Noch einmal. Und dann bleibst du hier. Kommst auf dein vorderes Bein jetzt, drück dich hoch. Vielleicht kannst du den Fuß abheben, kannst ihn auch am Boden tippen lassen. Wenn du ihn hebst, schieb die Fußspitze zum Schienbein. Daumen zeigen nach außen und kommst so weit, wie es für dich okay ist, in die Standwaage. Halte einen Moment diese Position. Wenn es nicht geht, lass die Fußspitze unten. Gleichgewicht finden. Richte dich auf, stell dein Bein ab, entspanne einen Moment, spüre nach und nimm dann dein anderes Bein zurück. Großer Schritt, leicht in die Außenrotation. Schau, dass du den Fuß wirklich belastest, auch die Außenkante, Fersen auf einer Höhe. Streck jetzt dein vorderes Bein, atme ein.
Richte dich auf. Ausatmen nach vorne. Und einatmen. Links vorne, dann auch linken Ellbogen zurück. Komm wieder vor. Und schieb dich nach oben. Einatmen hoch. Becken parallel nach vorne zeigend. Geht noch einmal. Bleib hier und rück dich nach vorne. Vielleicht die Fußspitze unten lassen oder abheben. Fußspitze zum Schienbein. Daumen nach außen, Schulterblätter küssen sich. Kopf in einer Linie mit deinem Oberkörper, Atem fließt, es darf wackeln. Sehr gut, langsam zurück, große Grätsche und beide Fußspitzen Richtung diagonal nach außen zeigen lassen. Aufrichten, einatmen, Arme nach oben und ausatmen, beug deine Knie. Wenn du merkst, die Knie kippen nach innen, dann schließ deine Füße etwas weiter, vielleicht die Oberschenkel in die Waagrechte. Einatmen hoch, langziehen, Spannung, Ganzkörperspannung, ausatmen und Handballen geben leichten Druck. Beinkraft nochmal ein, vielleicht sogar auf die Fußspitzen heben, ausatmen, Handballen zusammen und tief sinken. Gleich nochmal ein, Spannung und aus. Du kannst auch einen Atemzug länger dafür brauchen. Sehr gut. Noch einmal. Komm tief. Drück dich hoch. Bleibe einen Moment hier in der Spannung. Und löse wieder auf. Lass locker und lass einfach deine Arme um den Körper herum pendeln. Nimm deine Fersen mit nach oben. Und lass dich wirklich ganz locker ausschwingen, vielleicht größer werden im Armschwung. Deine Beine etwas mehr schließen, Füße hüftbreit geöffnet, zur Mitte kommen und wenn du möchtest, jetzt noch einmal deine Augen schließen und deinen Stand und dich wahrnehmen. Wie stehst du jetzt? Stabil, aufgerichtet, gut verwurzelt mit beiden Füßen. Und trotzdem entspannt.
Wie fühlt sich jetzt deine Atmung an? Vielleicht freier? Ein Lächeln auf deinen Lippen. Ausatmend deine Augen nochmal öffnen. Einatmen, lang werden. Ausatmen, locker lassen. Noch einmal ganz tief einstrecken. Vielleicht recken, dehnen, langziehen. Arme öffnen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Du fühlst dich jetzt wohl und trotzdem stabil und aufgerichtet. Mich interessiert es natürlich. Gerne unten reinschreiben. Wenn du mehr Yoga machen möchtest, geh einfach auf die Playlist Yoga auf meinem YouTube-Kanal. Da findest du ganz viele Videos. Du kannst auch Yoga Gabi Fasten in die Suchzeile von YouTube eingeben. Wenn du magst, abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Natürlich freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Den Link findest du in der Beschreibung unten. Da steht, wenn du da draufklickst, deine Unterstützung, dann kannst du auswählen, mit wie viel du mich unterstützen möchtest im Monat. Vielen Dank auf jeden Fall auch an die, die es bereits tun. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training wiedersehen. Bis dann!